Am letzten Maitag ist einiges los. Bleiben Sie dran, um mehr zu erfahren. Die Daten zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen für April stehen um 6 an. Im Einklang mit den Erwartungen stieg der Umsatz im März und das nach einem bereits starken 1,1%igen Anstieg im Vormonat. Die Daten zum Schweizer OBS-Verbrauchsindikator für April erscheinen zur gleichen Zeit. Der Index stieg im März und zwar aufgrund eines starken Zuwachses im Bereich der Neuwagenverkäufe. Die detaillierten Daten zum deutschen Arbeitsmarktbericht für Mai folgen um 8. Der Arbeitsmarkt scheint in einer guten Form zu sein und die April-Daten bestätigen das. Die Arbeitslosenquote fixiert einen seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenen Minimalwert, während die Arbeitslosigkeit mehr sank, als man erwartet hat. Die Daten zu den britischen Kreditgenehmigungen für April werden um 8.30 Uhr verfügbar sein. Die Anzahl der Genehmigungen sank in den letzten zwei Monaten, was eine Verlangsamung innerhalb des britischen Immobilienmarktes widerspiegelt. Der Höhepunkt des Tages erscheint um 9. Die Rede ist von den europäischen vorläufigen Daten zum Konsumpreisindex für Mai. Die jährliche Inflationsrate schwankte in der letzten Zeit, bleibt aber dennoch in der Nähe der von der Europäischen Zentralbank aufgestellten Zielrate. Dennoch hat der Vorsitzende Mario Draghi seine Pläne, was eine erweiterte monetäre Unterstützung angeht, bereits ausgesprochen. Die Daten zur europäischen Arbeitslosenquote für April werden zur gleichen Zeit publiziert. Im März blieb die Rate unverändert, sie ist zwar immer noch viel zu hoch, befindet sich aber dennoch auf dem niedrigsten Niveau in mehr als 6 Jahren. Um 12.30 Uhr werden die kanadischen Daten zum BIP für den Monat März und aus dem ersten Quartal veröffentlicht, was alle Lunidollar-Händler interessieren dürfte. Der Jahresanfang ist für die kanadische Wirtschaft ein erfolgreicher gewesen. Im Februar hat der Zuwachs aber etwas nachgelassen. Die Daten zum Chicago EMI für Mai folgen um 1.45 Uhr. Die April-Daten überraschend positiv. Der Index stieg auf ein Zweijahreshoch. Die US-Daten zu den bestehenden Hausverkäufen für April werden um 2 Uhr veröffentlicht. Im März sank der Umsatz und zwar nach einem starken 5,5%igen Zuwachs im Vormonat. Um 6 Uhr wird die amerikanische Notenbank ihr aktuelles Bashbook veröffentlichen. Die Märkte gehen davon aus, dass der US-Zins im Juni steigen wird und zwar trotz deutlich schwächerer Daten. Die australischen Daten zum Industrieindex für Mai werden um 11.30 Uhr verfügbar sein. Im April stieg der Index um 1,7 Punkte und zwar aufgrund stärkerer Daten im Bereich des Umsatzes, der Produktion, der Exporte und der Beschäftigung. Die japanischen Daten zu den Kapitalausgaben für das erste Quartal erscheinen um 11.50 Uhr. Am Ende des Jahres 2016 nahmen die Ausgaben deutlich zu und kehrten somit einen 1,3%igen Rückgang, der im vorangehenden Quartal fixiert wurde, wieder um. Die Daten zu den australischen Einzelhandelsumsätzen für April folgen um 1.30 Uhr. Trotz positiver Erwartungen sinkt der Umsatz seit zwei Monaten. Und die Daten zum chinesischen Kaixin Industrie EMI für Mai schließen den Wirtschaftskalender um 1.45 Uhr ab. Die April-Daten fielen unerwartet schwach aus. Nun befindet sich der Index nur einen Bruchteil im positiven Territorium. Darüber hinaus wird erwartet, dass diese Veröffentlichung eine weitere Lockerung signalisieren wird. Mein Name ist Jack Everett und dies war der Wirtschaftskalender für Mittwoch, den 31. Mai. Bis zum nächsten Mal. News releases for Thursday. Goodbye.